So, hallo Leute. Super Mario Bros. Spiele ich heute. Nintendo, für die Nintendo NES 1985 kam das Spiel raus und ich war gerade mal, soll ich das verraten? Ich war gerade 15. Allerdings habe ich zu der Zeit C64 gespielt und hatte nie eine NES, also damals nicht und sonst nicht. Und auch in meiner Freunde-Umgebung gab es niemand, der diese Konsole hatte. Somit kam ich nie damit großartig in Berührung. Das ist ja ein exklusiv Nintendo-Spiel. Und allerdings kam ich anders an Mario in Kontakt. Und zwar durch ein anderes Spiel, ein ganz anderes Spiel, Donkey Kong. Da war eigentlich Mario noch nicht geboren, sozusagen. Und das Spiel kannte ich aus dem Arcade-Spiel, wie sagt man? Diese Münzautomaten, ne? Und ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zocke jetzt einfach das Spiel. Ich habe das Spiel schon lange mal zocken wollen und jetzt ist es soweit. Ich werde ein Spiel machen. Man hat drei Leben am Anfang und mal gucken, wie weit ich komme. So, starten. Welt 1 von 1. Oder Bild 1, Welt 1. Genau, wir spielen diesen kleinen Männchen mit roten Käppi und roter Latzhose, von indem wir diese Pilze einsammeln, können wir auch groß werden und dann können wir diese Steinblöcke kaputt machen, indem wir mit dem Kopf dagegen gehen. So, und jetzt gibt es so versteckte Sachen, Orte, wie zum Beispiel dieses hier, wo ganz viele Münzen waren. Und diese Münzen, ich habe oben, sieht man es, 22 eingesammelt. Diese Münzen verhelfen einem dann zu einem Extra-Leben, indem man 100 Stück von denen einsammelt. Deswegen ist das relativ wichtig, viele davon zu sammeln. Und Punkte gibt es auch. Allerdings spielen die keine Rolle, außer man möchte einen Punkterekord sammeln. Aber es geht hier um Zeit und dass man dieses Bild dann schafft. Ja, diese Fahnenstange, ich versuche es immer wieder da ganz oben zu landen, aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Ich weiß nicht, wie man das machen kann. Ja, und das war die Welt 1. Bild 1, Welt 1 von. Nein, Bild 1 von Welt 1. So. Ah, und jetzt habe ich eine Blume. Mit der kriegen wir eine weiße Latzhose, ein weißes Käppi und können schießen. Das ist ja toll, ne? Genau. Abschießen, aber vielleicht mache ich es anders. Und zwar drehe ich ihn auf den Kopf. Hier ist so ein Münzbunker. 8 Stück, glaube ich, gibt es da. Und da versteckt. Oh Mist, jetzt habe ich da was falsch gemacht. Weil ich will ja nach oben. Ah, ja, egal. Weil jetzt mit diesem Stern bin ich unverwüstlich. So, und da noch. Ich glaube, hier gab es noch so einen Münzbunker. Ja, da ist er. Ja, und ich liebe einfach das Spiel. Das sind so Sounds-Klassiker. Ah,
da ist noch so ein Künstler, aber ich brauche es ja nicht. Fleischfressende Pflanze unten ist, dann kann man hier drüber. Ansonsten bedeutet das natürlich der Tod. Wupp. So. Hier. Jetzt ist man wieder raus und erreicht die Fahnenstange. Das war Bild 1 von Bild 1, 2, Bild 2 von Bild 1. Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, okay. Hier ist Nummer 3. Es wird ein bisschen schwieriger, natürlich immer. Aber alles noch ziemlich human. Also das Spiel ist wirklich auch für kleine Leute geeignet, würde ich sagen. Natürlich. Es ist ja ein Nintendo-Spiel. Und ach, da brauche ich nicht hin, da weiß ich ja schon, was es da unten gibt. Achso, ich kann ja hier weiter. Genau. Da in diesem Block gab es nochmal eine Blume. Aber ich bin ja schon in den Super Mario verwandelt, der schießen kann. Also es gäbe noch 1000 Punkte, aber wie gesagt, die spielen ja keine besondere Rolle, außer sich zu messen. Wie wichtiger sind diese Münzen? Ja, da oben würde ich gerne kommen, aber egal. So, und jetzt bin ich in dem Schloss und in dem Bild 4 von Welt 1. Das ist schon ein bisschen kniffelig. Das ist auch das letzte Bild von der Welt 1. Und am Ende kommt natürlich so ein kleiner, fieser Bossgegner. Boah, ich muss also ein bisschen konzentrieren. Und das habe ich nicht getan. Aber das hat es jetzt ein bisschen geruckelt. Ja, und da wird schon auf mich geschossen. Das ist natürlich der Bossgegner. Oh, geschafft. Thank you, Mario. But our princess is in another castle. Genau, wir müssen die Prinzessin retten. Jo. Natürlich müssen wir die Prinzessin retten. Schön wäre es, wenn ich jetzt ein bisschen größer wäre wieder. Ah. Ich glaube, hier sind nur Münzen. Aber... extra Leben. Scheiße. Ja. Ja. Ein extra Leben. So, so. Ja. Aber Münzen sind in diesem Bild, glaube ich, nicht sehr üppig gesät. Deswegen wäre das schon ganz gut, die 5 da unten auch noch zu bekommen. Ach Mann! Und doch nicht so! Ach, peinlich, peinlich. Also ein bisschen weiter komme ich schon normalerweise. Jetzt habe ich nur noch einen Mario. Komm. So. Ich glaube, ich lasse die aus, die da unten. Zu heikel mit dem letzten. So, sind noch mal ein paar, aber auch 3 fiese Gegner. Ach, ich glaube. Nee, doch, oder? War da nicht irgendwo? Ach, egal. Ich dachte, in einem von dem war ein super Item.
Oh. Ah, das ist scheiße. Oh nein. Ja, Game Over. Ja. Man muss sich echt ein bisschen konzentrieren. Also ich komme natürlich, ich komme wirklich ein bisschen weiter normalerweise. Hat jetzt nicht sein sollen. Naja, was soll's. Ich bin bei 96 Münzen gelandet, ja. Also 4 vor dem Extra-Leben. Das ist bitter, das ist bitter. Naja, was soll's. Also ich spiele das Spiel wirklich sehr, sehr gerne. Es ist so schön auch von der Musik und den Klängen. Das hat so schöne, klassische Videospielklänge. Es gibt ja sowieso sehr viel 8-Bit-Spiele, die tolle Klänge haben und Musik und die in der Spielekultur-Geschichte eingefunden haben. Wenn man sie hört, weiß man sofort, wird man sofort an das Spiel erinnert, von dem es kommt. Und ja, apropos, ich bedenke, dass ich noch ein paar der alten Klassiker spielen werde und sie auf meinen YouTube-Kanal lade, weil ich sie einfach sehr wichtig, für sehr wichtig empfinde für in der Kultur, Videospielkultur, Geschichte haben sie einen besonderen Platz und deswegen möchte ich ihnen auch einen besonderen Platz zu geben oder einfach nur einen Platz auf meinen YouTube-Kanal. Ja, so, das war's. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.